bin der Kai, bin 19 Jahre alt und mache hier die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Warum hast du dich für diesen Ausbildungsgang entschieden? Ich war vor meiner Ausbildung noch bei einem zweijährigen Berufskolleg mit Wirtschaftsinformatik, konnte dort schon erste Erfahrungen im Bereich Programmieren sammeln. Und das hat mir immer relativ viel Spaß gemacht. Und dadurch konnte ich mir quasi auch vorstellen, später im beruflichen Kontext auch damit zu tun zu haben. Und ja, dann bin ich einfach mal diesen Weg eingeschlagen. Warum hast du dich für MLP entschieden? An sich kannte ich MLP vorher gar nicht. Bei mir war das eher so ein Zufallstreffer. Ich hatte damals eine Stellenausschreibung in der Jobbörse gelesen und mich eben auf diese beworben gehabt und wurde dann damals zum Assessment Center eingeladen. Und dort habe ich dann auch erst das erste Mal wirklich gesehen, was MLP überhaupt ist. Habe in Wiesloch in der Zentrale den Campus gesehen und das hat eigentlich alles einen positiven Eindruck bei mir hinterlassen. Und anscheinend hatte ich dort auch einen positiven Eindruck hinterlassen, wurde dann zum Praktikum eingeladen. Das ist auch echt gut gelaufen, konnte mich da mit dem einen Mitarbeiter ziemlich lange unterhalten. Wir haben uns, glaube ich, 3 Stunden lang am Stück unterhalten über die verschiedensten Themen, haben uns ziemlich gut verstanden eigentlich. Und ja, jetzt sitze ich hier. Was sollte man für diesen Ausbildungsberuf mitbringen? Also, um die Ausbildung anzufangen, braucht ihr mindestens einen Realschulabschluss. Und in den Fächern Mathe und Englisch solltet ihr einigermaßen fit sein, einfach weil Informatik auf diesen beiden Fächern aufbaut. Mathe hat halt ziemlich viel mit Logik auch zu tun und genauso ist es in der Informatik auch. Und die Systeme dahinter sind oftmals die gleichen. Und Englisch halt auch aus dem Hintergrund, weil ihr ziemlich viele Sachen recherchieren und nachlesen müsst und die sind nicht immer alle auf Deutsch, sondern ihr müsst euch auch ziemlich viele Dokumentationen oder so dann mal auf Englisch durchlesen. Deswegen ist Englisch auch dort ein sehr wichtiger Punkt. Wie läuft deine Ausbildung ab? Also ich bin bei uns auf der Arbeit in der IT-Abteilung im Cloud-Team und Schule habe ich Blockunterricht, das heißt, ich habe immer 2 Wochen Arbeit und dann habe ich 1 Woche Berufsschule. Dann die nächste Frage. Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag für dich aus? Also mein Arbeitsalltag spielt logischerweise beim Informatiker größtenteils vom Rechner statt. Wir arbeiten nach einer ziemlich modernen Arbeitsmethode, die sich Scrum nennt. Und je nachdem, was ich mache, hängt immer davon ab, was für ein Betrieb gerade herrscht. Also wir haben ein Ticketsystem bei uns, das nennt sich Jira. Und dort können diverse Aufgaben oder Sachen gestellt werden, die du dann erledigen musst. Zum Beispiel virtuelle Maschinen aufsetzen und User darauf berechtigen oder Datenbanken deployen. Und das alles machen wir halt über automatisierte Pipelines in GitLab und halt in Azure von Microsoft und in der Google Cloud Plattform. Was lernst du in deiner Ausbildung? In der Berufsschule habt ihr die Fächer SAE und ITS. SAE, dort tut ihr ziemlich viel Programmieren und erste Einblicke in Programmiersprachen bekommen. Also ich bin jetzt bald bei mir im ersten Jahr fertig und bisher haben wir bei uns Python ziemlich viel gemacht. Corona-bedingt natürlich eher mehr mit Online-Kursen denn. Und ITS ist dann so etwas wie Netzwerktechnik. Dort tut ihr dann alles über Netzwerke erfahren, Subnetze, Netzmasken, wie die aufgebaut sind, wie man Netzwerke unterteilt und das alles. Was machst du am liebsten bei MLP? Also am liebsten tue ich bei uns auch im Team arbeiten und dort tun wir dann auch oft zusammen verschiedenste Lösungen und Konzepte zu Problemen entwickeln. Welche Benefits gibt es bei MLP? Bei MLP arbeiten wir nach einem Gleitzeitmodell, das heißt, du hast flexible Arbeitszeiten, kannst dir selber aussuchen, wann du arbeiten möchtest und wann du zum Beispiel Pause machen willst. Hauptsache, du kommst halt auf deine Stunden. Was wissen viele nicht über MLP? Bei MLP herrscht eigentlich eine relativ flache Hierarchie. Das heißt, du kannst auch mit deinem Chef eigentlich so reden, wie du mit normalen Kollegen reden würdest. Und da liegt auch niemandem ein Wort mal auf die Goldwaage oder so.
Was war bisher dein Highlight bei MLP? Ein Highlight ist zum Beispiel, dass ich selber meine Aufgaben bei MLP auswählen darf oder mich jetzt halt selber entscheiden kann, welche Tickets ich bearbeiten will und auch in welcher Reihenfolge.